An der Börse jagt wirklich ein Knaller dem anderen. Wir sehen das hier gerade, der Markt mal eben schnell erschrocken. Das ist der DAX hier beispielsweise. Wir sehen die scharfe Abwärtsbewegung zuvor, das eher wackelnde Bild hier nach oben. Und ihr habt hier schon meine grobe Erwartungshaltung, die wir hier im Markt sehen, nämlich dass eigentlich sich die Abwärtsseite nochmal fortsetzen sollte, wenn sich das tatsächlich so ergibt. Aber was erzähle ich hierüber? Es ist doch was ganz anderes im Moment ganz spannend. Und das ist im Finanzkalender im Moment zu finden. Und da sind die Zahlen, die CPI oder CPI-Preise hier, CPI ist gut, CPI-Preise aus Amerika, also der Consumer Price Index, die Teuerungsrate sozusagen, die Kernrate, die ist deutlich höher ausgefallen, eigentlich alle Preise deutlich höher ausgefallen als erwartet. Die Kernrate, das ist ohne Lebensmittel und Energie. Mit 3,0%, 2,3 wurde erwartet, 1,6 war es zuvor. Im Monatsvergleich direkt 0,9 Anstieg gegenüber 0,3 erwartet. Also deutlich höher. Wir haben das Thema Verbraucherpreise ja schon oft angesprochen. Verbraucherpreise, das klingt arg technisch. Inflation ist der Angstbegriff, den wir in der letzten Zeit ja ganz häufig gehört haben, dass auch immer mehr gegoogelt wird von vielen Marktteilnehmern. Also für zusätzliche Sorge sorgt. Und da sehen wir, ja, es wurde ja schon angekündigt, es kann ja mal drüber liegen über dem 2%-Ziel, aber moderat wird das Ganze passieren und auch nur sehr kurzzeitig. Je mehr es sich materialisiert und das, was wir im Moment gerade sehen, deutet das ja tatsächlich an, desto größer wird natürlich das Schreckgespenst auch für die Börse. So, jetzt gucken wir mal nach, wie haben die Futures reagiert heute? Die waren als erstes mal weggetaucht, aber haben sich vorläufig erst nochmal wieder erholt. Das ist der Dow Jones hier. Und ihr seht, hier habt ihr auch schon mal so eine Idee, wie es weitergehen könnte nach der scharfen Abwärtsbewegung, wenn es denn wackelig kommt. Im Moment wissen wir das natürlich noch nicht, da fehlt ja noch ein gutes Stück. ABC wäre auch eine Alternative, dann wäre das ein Fortsetzungsding. Erst wenn der Markt jetzt wirklich dynamisch nach oben steigt, wackelig runterkommt, wäre das ein Anstieg. Da bleibe ich ja meiner Linie treu. Ich weiß, das ist für einige todlangweilig, der kann auch nichts anderes. Ja, tatsächlich, da habe ich mich drauf eingeschossen. Also sowas in dieser Art würde mir die Short-Seite sehr schmackhaft machen, wenn wir dann diese Zwischentiefs dann durchstoßen. Ob es so wackelig nach oben kommt, werden wir sehen. Die Alternative wäre ein steiler Anstieg mit wackelnd nach unten. Das würde das Bild kaputt machen. Aber gucken wir mal drauf, wie auch hier reagiert wurde. Hier wurde sogar ein neues Tief nochmal kurz ausgebaut, 14,30. Ihr seht das hier im 5-Minuten-Chart, S&P 500 Future sozusagen, vorbörslich, also schon mal so ein bisschen eine Idee, wohin das Ganze führen kann. Allerdings diese heftige Abwärtsbewegung, ganz schnell wieder wettgemacht. Und dann müssen wir natürlich unbedingt auch nochmal auf den Nasdaq gucken, denn der ist ja sowieso sehr, sehr spannend. Denn der zeigt ebenfalls noch keine Stärke. Seit dem letzten Tief, was wir hatten, also noch nicht so lange her, gestern Mittag einfach, ist die Bewegung zwar mal nach oben gekommen, aber dann auch wieder so stark nach unten, dass man sich wirklich die Frage stellen kann, soll das jetzt ein bullisches Zeichen sein, ja oder nein? Ich fürchte fast nicht so richtig. Also, dementsprechend, der Wackelmarkt ist noch nicht hier gesehen. Wir müssen damit rechnen, aufgrund der schnellen Bewegung nach unten, die wir im Nasdaq haben, die wir im DAX hatten, die wir hier im S&P 500 haben, die wir hier im Dow Jones haben, dass, wenn der Markt uns jetzt nicht mit einer echten Antwort überzeugen kann, also sprich einem wirklich dynamischen Aufwärtsmarkt, ich zeichne es nochmal rein, die dann auch mit der Korrektur dann fortgesetzt wird, das wäre ein Zeichen für, jawohl, alles vergeben und vergessen, war halt jetzt ein komischer Ausflug, mal einmal hoch, mal wieder runter. Wenn das aber nicht der Fall ist, sondern wenn der Markt es tatsächlich nicht schafft, nicht mehr als eine ABC zu machen, nicht mehr als irgendwie, wenn es das nicht sein soll, irgendwie was Wackeliges hier zu machen, dann wären die Trigger auf der Unterseite auf jeden Fall dazu geeignet, nochmal eine Abwärtsbewegung zu sehen. Das muss, ich habe das hier oben angedeutet, noch nicht mal Drama-Modus sein. Bitte jetzt nicht in Panik geraten. Es ist doch sowieso typisch. Wir hatten vor kurzem über dieses Ding hier gesprochen. Zack. Jetzt sind wir da fünfwellig durch. Jetzt kommt halt die nächste. Das ist das hier. Dann kommt halt so eine ähnliche Korrektur halt wieder. Das symbolisiert das. Dann geht es weiter. Danach käme quasi diese Geschichte wieder. Also Korrekturen kann der Markt, aber wir sehen auch, dass wenn die Abfolge jetzt möglichst eng ist und wenn die Bewegungen hier immer steiler werden und immer panikhafter, dass das ein wenig dafür spricht, dass die Marktteilnehmer den Drive nach oben verlieren, immer mehr Sorge haben. Also dann damit müssen wir unbedingt rechnen, dass sowas passiert. Also, so habt ihr jetzt einen ungefähren Ansatz, womit wir aktuell rechnen. Kurzer Blick nochmal eben auf so die anderen Märkte.
Euro gegen US-Dollar hat sich auch ganz schön erschrocken, ist mal kurz nach unten gekommen, gleich aber wieder erholt. Eigentlich hat er damit eine schöne Korrektur hier ausgebaut, denn das ist ja wieder dieser typische Anstieg, wackeln so halbwegs runter. Mal gucken, ob das Ganze nach oben geht. Wer das verpasst hat oder eben noch vor sich hat, der kann jetzt überlegen, so ein Rücksetzer, hey, dann sind wir doch wieder steil nach oben. Und es würde in das Gesamtbild ja ohne weiteres passen. Ihr seht, das ist wie eine Matroschka im großen Bild, im ganz großen Bild, im mittleren Bild, im kleinen Bild, im ganz kleinen Bild, immer wieder der gleiche Krempel. Also es ergibt sich dann doch immer wieder was Schönes aus den Märkten. Abschließend nochmal einen kurzen Blick auf Gold. Ihr seht, einfach weil die Daten jetzt halt gerade raus sind, ist es ganz spannend zu sehen. Auch hier gab es diese hektische Wackelei. Gold ist schon schön gelaufen. Auch Gold bräuchte eigentlich mal einen Rücksetzer, einen etwas größeren. Und den meine ich gar nicht negativ, sondern im Gegenteil als was Gutes. Das kennt ihr aber von meinen übergeordneten Chart-Überblicken. Könnt ihr mit Sicherheit einschätzen. So, jetzt will ich euch nicht länger langweilen und auch nicht länger vom Markt abhalten. Achtet mal jetzt selber drauf, ob die Korrektur jetzt in die jeweilige Richtung, wie ich sie angedeutet habe, jetzt nun kommt. Dann habt ihr ein bisschen was zu tun heute Nachmittag. Das wird zumindest mein Programm sein für den Nachmittag. Ich drücke euch die Daumen und sage ganz liebe Grüße. Bis dann. Ciao, ciao.